Punkten mit dem ersten Regionalliga-Tor. Torgelow deutlich stärker zu Beginn mit dem schnellen Kazak. Auf rechts hat die Riesenchance, sein Team in Führung zu bringen. Auch der Mitaufsteiger wartet ja auf sein erstes Regionalliga-Tor. Aber Kevin Kittler rettet nach 3 Minuten. Die Norddeutschen spielen das gut, haben viel Platz, zu viel für meine Begriffe und kommen deshalb zu Möglichkeiten. Hegert sucht Ndai, 0:1 nach 10 Minuten. Ausgerechnet Djibril Ndai, der ja unter mysteriösen Umständen aus Leipzig verschwunden ist. Dann gute Freistoßposition für Lok. Bis hierhin die beste Gelegenheit, zu einem Tor zu kommen, aber sehen Sie selbst. Wenig Begeisterung auch auf der Lokbank, wo Hildebrand und Grantner wieder Platz gefunden haben nach Verletzung. Eine halbe Stunde fast vorbei, Lok immer noch nicht richtig drin in dieser Partie. Es scheint, als wäre die vierte Liga doch eine Nummer zu groß, aber dann kommt gleich Fatih Alemdar und der trifft. Und wie das ersehnte erste Saisontor in Liga 4. Und die Partie ist plötzlich offen wie nie. Leipzig ist wach, spielt mit 1:1. Lok lässt aber Torgelow immer noch großzügig Vorfahrt im Mittelfeld. Vor allem diesen Esar Kasak kriegen sie nicht ruhig gestellt. Der findet Hegert, klasse gehalten von Christopher Geng, wuchtet sein komplettes Kampfgewicht in diese Parade. Die Schlussphase der ersten Halbzeit. Lok drängt jetzt und gewinnt so langsam, aber sicher die Oberhand. Markus Krug mit aufgerückt, aber im Pech weiter 1:1. Und draußen an der Linie sehen wir einen Marco Rose, ein engagierter Coach vom 1. FC Lok. Die zweite Halbzeit beginnt etwas überraschend. Es spielt nur ein Team und das ist Lok. Und einer, der kommt besonders motiviert aus der Kabine, das ist Rico Engler. Geng leitet den nächsten Lok-Angriff ein. Probleme in Torgelows Defensive, auf die Rico Engler spekuliert. 2:1 nach 48 Minuten. Ja, sie haben doch einen richtigen Goalgetter bei Lok und der scheint so langsam aber sicher in Fahrt zu kommen. Schönes Tor von Rico Engler. Dann wird gekämpft im Mittelfeld. Harter Einsatz hier von Sascha Rode im blau-weißen Torgelow-Trikot, zieht aber zurück. Doch Felix Anger kennt keine Gnade, gibt Gelb für dieses Foul. Gelb hat er schon gehabt. Der Sascha Rode macht zweimal Gelb und damit ist er raus. 11:10, also numerisch jetzt Lok in Überzahl. Und tolle Einzelleistung hier von Rico Engler. Zweites Tor an diesem Nachmittag. Was für eine Aktion. Nichts zu machen für den Keeper aus Torgelow. Ich denke mal, dass wir in der Anfangsphase ein bisschen verschlafen haben, dass wir, denke ich, auch ein bisschen nervös waren.